Die Firma Bluecon betreibt eine Schachtfabrik bei Gudensberg und ist erneut in der öffentlichen Diskussion. Laut Bürgerinitiative Kattengau werden ca. 28 Millionen Masthähnchen in dem Geflügelschlachtbetrieb pro Jahr geschlachtet. Das geklärte Abwasser wird in den Goldbach abgeleitet. Der Europaabgeordnete Martin Hosling vom Bündnis 90 Die Grünen hatte den Bau einer Ozonanlage angeregt, um einen höheren Standard bei der Abwasserbehandlung zu erreichen. Für eine Woche hat die Firma Bluecon eine Ozonanlage zum Testen aufgebaut. Wie beurteilt Martin Hosling, Biolandwirt und grüner Europaabgeordneter, den einmaligen Wochenbetrieb der Ozonanlage bei Bluecon? Also zunächst mal muss ich sagen, das mit dem Ozon hat ja nicht Bluecon erfunden, sondern das haben wir in den ersten Gesprächen gefordert, weil ja nach wie vor nicht ausgeschlossen ist, dass multiresistente Keime im Abwasser vom Bluecon sind. Darauf hat die Firma groß gesagt, ja, wir machen das, wir machen auch einen Test, sie warten nur auf die Ergebnisse, auf die Zustimmung vom RP. Das Ganze hat jetzt wieder Monate gedauert und ich muss sagen, ich war einigermaßen überrascht, als ich dann eingeladen wurde. Ich muss aber schnell kommen, weil nach einer Woche würde wieder abgebaut. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil ich ehrlich sagen muss, ist das jetzt ein PR-Gag oder wird das tatsächlich jetzt eine Installation, die dann dauerhaft dafür sorgt, dass multiresistente Keime nicht mehr im Abwasser sind? Eigentlich müsste das fest installiert werden. Bluecon kann nicht nur eine Leitung bauen in den nächstgrößeren Vorfluter, sondern Bluecon muss diese Anlage bauen. Und da bin ich mal gespannt, ob sie Wort halten oder ob das jetzt nur ein PR-Gag war. Wer erfasst die Daten? Ja, die Daten werden jetzt vom Bluecon erfasst und von der Firma, die diese Anlage installiert hat. Es gibt meines Wissens keinerlei Kontrolle über den RP oder über den Kreis. Insofern müssen wir uns darauf verlassen, dass nachher die Ergebnisse stimmen oder nicht stimmen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass dann auch sagen, offizielle Stellen wie der RP da auch mit einbezogen wird, damit da wirklich nachhaltige Ergebnisse sind. Und wie gesagt, eine Woche ist viel zu kurz. So ein Versuch muss über mehrere Wochen laufen. Das kann es die Firma durchaus auch leisten, denn die Leitung, die gebaut werden muss, sowieso gebaut werden muss, die kostet ja viel mehr als das, was jetzt gemacht wird.